Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Aura. Ich bin gerade in der neuen Aufnahmesession und muss mich mal so ein bisschen orientieren. Das kennt ihr ja schon. Ich sehe da gerade schon wieder einen kaputten Schlüssel. Den kann ich gleich mal verkaufen. Weg mit dir. Tschüss. Folgendes. Was müssen wir denn machen? Wir brauchen diese Comfort-Items auf jeden Fall. Hier sehe ich schon wieder ganz gut was zum Basteln und zum Forschen. Die Frage ist, wir haben ja noch immer, wie man sieht, hier so ein bisschen jetzt das Problem mit dem Dünger, wie immer mit dem Dünger. Dann würde ich sagen, bauen wir uns gleich nochmal sofort einen Flieger hinterher, und zwar natürlich einen großen, ist ja wohl klar. Schauen wir mal eben hier rein, was können wir denn machen. Der steht auf Standby, das ist schon mal gut, und sollte Solar Shields bauen. Die will ich jetzt aber gerade gar nicht haben. Der soll mir mal ein Omega-Schiff machen. Geil, kann er sofort produzieren. Ist auch sofort angefangen? Nee, ist er nicht. Pass auf, mach los. Achso, Moment. Die Dinger fehlen. Kaufen wir uns mal eben und gib ihm. Gut, dass wir da passend... Ah, wir können sogar theoretisch zwei bauen. Lassen wir gerade mal. Und dann können wir auch hinterher die Solar Shields bauen. Das heißt, wir setzen hier... Die hatten wir im letzten... in der letzten Session irgendwann mal gebaut, aufgrund der Tatsache, dass wir so viel Müll hatten. Flieger. Nee, falsch, kaufen will ich nicht. Ich will einen Fliegerhorst bauen. Hier so ein, ne? Ist das? Kann ich keine Alphas mehr bauen? Ach Quatsch, Bullshit. Das ist ja der Omega-Hangar. Ja, man merkt es. Ich bin noch nicht ganz wach. So, der kommt hier so schön hin, formschön. Dreh dich mal. Nee, das ist doof. Jetzt fehlen mir wieder Bauteile. So setzen wir den hin. Flop. Und 1, 2, 3. Ah, es reicht so gerade eben, um das zu bestücken. Sonst haben wir nämlich gleich kein Dings mehr, keinen Wohnraum. So, was müssen wir haben? Immer noch Maintenance. Der Patch ist noch nicht draußen, wo ich schon von gesprochen habe. Wo dies wegfallen soll. Ich bin mal gespannt, ob unsere Kolonie dann weiter funktioniert oder den Bach runtergeht. Das müssen wir dann halt eben zur Not umbauen. So, Omega Ship Mission, das ist genial. Die kann ich nämlich einfach so kaufen. Und mehr brauchen wir auch nicht. Das Schiff wird ja gerade zusammengeschraubt. Dann holen wir uns schon mal das passende Personal. Le Direkteur. Techniker ist da und der Pilot. Stellen wir selten ein. Ist da. So. Wir haben ja noch die Alphas. Die müssen wir auch noch irgendwann mal umwidmen. Dafür brauche ich dann aber wahrscheinlich noch eine weitere Plattform. Wir sind ja auch mittlerweile Kolonie Level 5. So, jetzt habe ich Maximum an Wohnraum. Omega Ship, das fehlt noch. Denke ich mal, das wird noch nicht fertig sein. Haben wir eigentlich noch Kaschall aufzumachen? Nee, haben wir nicht. Da sind aber noch ein paar Schlüssel, das ist gut. Und wie man sieht, gerade wird wieder auf gelb umgeschaltet. Mist, hier war Maintenance. Wieso habe ich da Maintenance? Was habe ich denn abgerissen? Keine Ahnung. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Delta Cargo, okay, brauchen wir gerade nicht. 31.000 Credits haben wir nur noch. Naja, schauen wir mal. Gut, der wird uns auf jeden Fall Dünger vom Meeresboden holen, weil damit die hier auch wieder was zu tun haben. Beziehungsweise nicht Dünger, sondern Biomüll. Bildgeschwindigkeit habe ich auch mal wieder hochgesetzt. So, wie weit? Ach, der hat ja noch gar nichts hier fertig. Das könnte sich noch ein paar Stunden dauern. Gut, forschungstechnisch können wir ja mal schauen, dass wir dann jetzt auch, das war ja auch noch mein Anliegen, hier die Energie auf Stufe 5 ausbauen. Dazu müssen wir dementsprechend natürlich auch das erforscht haben. Das war ja noch das Problem. Und dann schauen wir mal gerade eben, bei wem finde ich das hier, ne? Batterie wäre erstmal Quatsch. Amplifier Stufe 5, 5 Invention Docks und 20 von den gelben. Okay. Kann sich nur um Stunden handeln, wie immer. Und dann kann ich hier noch die Generatoreffizienz um 1% erhöhen. 10 grüne Core Docks und 3 Core Invention Docks.
Da fehlen mir die grünen Core-Docks noch von. Könnte schwierig sein, weil wir ja dementsprechend auch die normalen Dokumente verbrauchen, um botanisch wirksam zu sein. Mein Gott, die Wortfindung heute wieder. Um unsere botanischen Gärten am Laufen zu halten. Denn wenn die was anbauen wollen, brauchen die auch immer eins von diesen Docks, die man hier sieht. Das heißt, das wird dort auch verbraucht. Nun ja, was brauchen wir noch? Im Moment gar nichts mehr. Doch, ein Wohnhaus kann ich gleich nochmal bauen. Haben wir da noch ein bisschen Platz dafür? Ich glaube nicht, ne? Ja, das Platzproblem. Hier ist alles voll. Ich könnte da hinten auf der Technikplattform noch eine setzen. Weiß nicht, passen die hier hin? Da ist Forschung, das lasse ich mir auch nochmal offen. Obwohl wir momentan keine haben. Das liegt aber auch daran, dass die grünen Dokumente nicht so häufig anfallen, weil die botanischen Gärten nicht alle laufen. So, Stufe 3 soll uns erstmal reichen. Ja, das geht nicht. Das ist immer so eine Platzverschwendung, schade. Setzen wir hier schon mal hin, nice to have. Personal stelle ich dann noch nicht ein, wollte ich gerade sagen. Aber wir können die Dings schon kaufen. Department Service war das, ne? Ja, alles klar. Dann haben wir den schon mal drin. Und brauchen nur Versatile und einen Director. So, was ist mit dem Schiff? Komm her. Produziere das mal fertig. Ja, ist sofort fertig. Und dann kann der theoretisch die Schilde hinterher produzieren. Wie viel von den Omegas haben wir denn? Eins, drei Stück müssen das sein. Zwei. Und hier ist der dritte. Und da gehen jeweils drei Schilde drauf, ne? Scanner Cannon, okay. Extra Cargo. Shield. Okay, dann soll er mir sechs Stück produzieren. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir auch in der Forschung diese extra Cargo-Geschichten bekommen. Damit die halt dementsprechend auch mehr mitbringen können. Dann kommen wir rauf. So, wo ist es? Da sehe ich schon wieder einen kaputten Schlüssel. Ja, das können die auch besser. Schiff. Da ist es. Flop. So, der kann jetzt eigentlich sofort loslegen. Ne? Maintenance wieder auf Standby geschaltet. Und du machst Organik und ich würde sagen, das ist auch alles, was du gerade erst machst. Ist mir gerade wichtiger als diese Vestige-Items, Comfort-Items, Entschuldigung. So, da hebt er ab, alles gut. Der dicke Brummer. Und den stellen wir jetzt oben auf Solar Shield. Ach ne, Omega brauchen wir. Ah, alles klar. Nicht produzieren, hör auf. Das sind Delta-Schilde. Wir brauchen ja Omega. Omega, die haben wir doch. Haben wir die gekauft oder die müssten alle am Start sein? Okay. Gut. Das heißt, da müssen wir, denke ich, noch in der Forschung ein bisschen was investieren. Wir schauen dann nochmal eben rein. Das müsste ja hier sein. Laus Alpha Cargo, interessiert mich gerade mal nicht. Delta Radar. Und Omega Cargo, okay, Core und Magenta Core. Ja gut, die haben wir gerade jetzt verbraucht. Wie viel sind das? 5. Okay. 5 von denen, 2 von den normalen. Alter, ich weiß nicht, was ich hiermit anfangen soll. Und gut, da kann ich einige von verkaufen, wenn wir mal ein bisschen Geld brauchen. Automation hatten wir hier schon, fällt mir gerade ein, auf der neuen Plattform ein Windkraftwerk stehen. Ich glaube es nicht. Doch, haben wir schon sofort uns erstes platziert. Nun ja. Gut, was haben wir denn noch so für Klamotten? Sonst Recycling brauchen wir eigentlich nicht großartig bauen. Der Supercomputer wäre noch interessant, wenn ich mal verstehen würde, was er überhaupt macht. Das waren ja nur Improves the Interconnection Speed. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon vorgelesen habe. Improves the Interconnection Speed. Building one building on the same platform have a 13% probability to produce a research dock. Ah, okay.
ein Research Dock. Und Research Docks sind... Ja, was? Das ist das, das ist das. Was sind denn Research Docks? Habe ich da irgendwie was falsch verstanden? Wahrscheinlich. Research Dock of the same type being used. Okay. Scientist Tech Lab. Research ist doch nur der hier, ne? Oder? Mal schauen, was kann der denn? Das sind die Sachen. Der bastelt uns noch ein paar Schlüssel zusammen. Das ist okay. Und die forschen an was? Cordox. Müssten ja theoretisch dann diese hier sein, ne? Also von der Namensgebung her ist mir das jetzt nicht so ganz klar. Dürfte aber. Na gut. So, was nu? Wie sieht es denn jetzt hier aus? Okay, Organic müsste jetzt dementsprechend wieder mehr werden, weil wie viel bringt er mit? Standardmäßig, wo ist er? Da hinten. 400, gut, das ist nicht die Menge. Aber sonst kann man nicht stören. Wir brauchten ja unbedingt noch die Tomatensamen. Und Knoblauch, der uns ausgegangen ist, der muss ja nochmal wieder irgendwann mal vom Meeresboden gesammelt werden. Als Defekte. Die sehe ich hier aber gerade nicht wirklich. Das heißt, immer wenn man was genau braucht, dann kriegt man es nicht. Das ist echt schade. Security Box. Ah, gut. Schauen wir mal eben kurz rein. Cinema Vestige, Musical Vestige, Invention Dock, okay. Also die. So, da ist gerade wieder ein Haufen Müll reingekommen. 2280 Energy bei 19 Tidal Infrastruktur, okay. Autosave, dankeschön. Da war noch eine Kiste, da ist er. Cinema Vestige, okay, okay, okay. Mehr war da nicht drin. Ja, wir sollten vielleicht dann doch mal ein bisschen in die Core-Dinger reingehen, aber ich will die unbedingt behalten für, Entschuldigung, für die Forschung. Das ist das Problem. So. Ich sortiere euch gerade. 23 Blue Core Dogs habe ich. Was soll ich denn damit? Brauche ich alle gar nicht. Das ist ja für Krankheiten. Oder gegen Krankheiten. Ich habe da momentan keine Verwendung für, so wirklich. Was kann ich denn aus den Dingern machen? Ah, schon wieder kaputter Schlüssel. Zack. Was können wir denn damit machen? Lass uns mal eben in der Corporation schauen. Einmal zu Ende laufen. Ja, komm schon. Prozent, 86%. Ja gut, gleichzeitig werden natürlich die mit einer Wahrscheinlichkeit produziert.
Wobei ich ja zur Forschung die normalen Dokumente brauche. Da brauche ich zum Beispiel 3 Invention Docs und 10 Blue Documents. Wir sollten das mal sowieso hier generell stoppen, damit wir ausreichend von denen haben. Okay, die hat er zurückgeschrieben, alles klar. So, wenn ich die mache, brauche ich das und das. Mit einer 50 dann Influence. Gut, die könnte ich machen, um zu promoten. Brauche ich jeweils 5 von. Vital Research, gut, dann macht er aus 2 blauen einen weißen. Haben wir eh genug von. Ich würde sagen, wir stoppen das Gebäude gerade erstmal. Damit wir in der Forschung hier dementsprechend die Blue Documents. Comfort Item Section Probability wird gesteigert. Nehmen wir gleich mal mit. Yes. Und hier brauchen wir Kolonie Level 6 und da brauchen wir Blue Cordox für. Okay. Alles klar. So, das können wir auch nochmal verbessern. Ne, können wir nicht, weil wir die 20 Stück nicht haben. Und das wäre Colonists working in a compatible place earn 3 more moral. Das werden wir auf jeden Fall machen, sobald wir dann mal von den blauen Dokumenten genug haben. Also wenn wir die erstmal nicht verballern. Okay, so. Jetzt hatte ich... Scheiße, jetzt muss ich nochmal in die Forschung reingucken. Das hatte ich hier noch. Allow Ship Directly to Vegetables. Probability wird erhöht. Okay, Fruits und Cereals. Habe ich überhaupt einen schon direkt auf Vegetables? Ich weiß es nicht. Wir wollen aber unbedingt hier noch höher. Das heißt, gelbe Dokumente brauche ich. Da habe ich sie. Learn. Bam. So, jetzt kann ich Level 5 Amplificator bauen. Mein Gott. Und da brauchen wir auch nochmal reichlich Dokumente für. Das heißt, wo ist meine Elektrofabrik? Da ist sie. Wir werden dich jetzt wieder anschmeißen müssen. Und zwar Level 5 Amplifier. So, geh du mal aus. Was brauchen wir denn dafür? Gelbe Dokumente, okay. Level 4 von denen und 3 Trafos. Aha. Das heißt, produziere uns mal Trafos. Dafür brauchen wir elektronische Systeme. Die müssten ja theoretisch produziert werden. Dann brauchen wir den Q5 Amplifier. Dann lassen wir den einfach mal laufen. Das heißt, diese... Schon wieder kaputter Schlüssel. Diese Dinger kann ich mal eben einmal kaufen, da geht es dann nämlich voran. Zack. Und zwar Elektronik. Kriege ich von denen, ne? Reinforced Wiring, Trafo, okay. Konnte ich die nicht kaufen? Doch, da sind sie doch. Ja, 100 Stück sind ein bisschen viel. Kaufen mal 25 Stück davon. Und dann schauen wir uns mal die entsprechende Recyclinganlage an. Die müsste irgendwo da hinten stehen. Beziehungsweise Assembly-Fabrik. Die ist das hier hinten. Die uns dann dementsprechend die Teile auch eigentlich zusammenschrauben sollte. Die Assemble. Machen die in Q. Electronic Equipment baut der. Okay, ist eigentlich in der Produktion. Die kommen bloß nicht hinterher. Gut. So, damit müsste dann jetzt die Produktion der Elektronikkomponenten anlaufen. Wir müssen hier aber mal eben fix abstellen, dass er mir nicht die Dinger alle wegproduziert. Der stand sogar schon auf Stopp. Okay. Von mir aus. Wie viel haben wir auf Halde? 3 Stück reicht für einen Trafo. Für einen Akku. Amplifier. Mein Gott. So. Batterien, Batterien, Batterien. Das ist dann das nächste. Die Akkus. Die ist auch nochmal steigen. Und da habe ich 4er von. Das ist sehr gut. Da habe ich 12 Stück von. Das heißt, ich brauche da keine nachproduzieren. Wir haben sogar schon fast zu viele. Naja, gut. Da müssen wir 8 Stück oder wie viel sind da drin? Ich schaue gleich nochmal. Austauschen. Sie ist am Produzieren. Das ist gut.
Und dann haben wir in der nächsten Folge auf jeden Fall schon mal wieder mehr in unserer Stromproduktionslinie. 4 Stück brauche ich nur davon. Alles klar. Kriegen wir hin. So. Wir sind auf dem besten Weg, die Level 5 Geschichte auszubauen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Projekt Aura. Bis dann. Ciao.